Ja, heute beschäftigt uns eines unserer Lieblingsthemen. Wir waren nicht zu Weihnachten unterwegs, aber im Tierheim wegen einer Katze, da wir ja Mäusebesuch hatten. Ja, und seitdem bedrückt uns irgendwie so die Entscheidungsfindung, weil die Katze, die eventuell in Frage käme, die hat Katzenschnupfen chronischen. Und das deutet wohl eher auf eine Immunschwäche hin, ist auch schon älter, war ein Streuner. Naja, und Alternativen? Gibt es kaum, aber am meisten bedrückt mich oder hält mich davon ab, da jetzt auch zuzugreifen, dass nämlich kaum, als wir da, oder sich die Barbara mit der Katze, Jojo heißt sie, ein bisschen angefreundet hatte. Mit dem Gedanken, nicht mit der Katze. Genau, da hört ihr es schon, mit dem Gedanken. Aber bei dem Gedanken, wenn sie sich das vorstellt, in Realität, sie kann sich es eigentlich nicht vorstellen. Was hat eine Katze davon, wenn sie jetzt nur von mir gemocht wird und von Barbara also einfach als Mäusefänger angestellt? Also das ist ja nun auch nicht, das wäre jedenfalls mein Traum, als Katze nicht in so einem Haushalt dann groß zu werden. Ja, das wäre die Freiheit pur, tun und lassen zu können, was man eh kann. Und dafür auch noch Futter zu kriegen. Also da gab es noch so eine Katze, die hatte uns beiden in der Ausschreibung von so einer, von dieser Tierzeitschrift angesprochen. Die ist aber noch sehr ängstlich und scheu. Man müsste sie füttern, damit sie damit man sich ihr nähern kann. Und naja, also. Da gehen unsere Vorstellungen halt auseinander, was der Ralf sagt. Also schön muss sie auch, sollte es schon sein, wenn man sich eine Katze zulegt und streicheln können will sie auch noch. Also mir würde ein Mäusefänger ausreichen, der bekäme dann so ein Katzenhäuschen hier draußen. Und gut wäre es, wir haben sogar ein Katzenhaus mit Fußbodenheizung gesehen. Also es gibt Sachen, da greift man sich sonst wohin. Ja, also. Und ich bin ja eigentlich mehr der die Katze eigentlich im Haus dabei. Ich würde sie als Familienmitglied sehen wollen. Das willst du ja nicht. Du siehst sie eigentlich als Personal eher. Ich habe ja nie Personal gehabt, aber immer, also was uns beide verbindet, ist irgendwie so immer so eine Tendenz zu Außenseitern zur Beziehung. Ne? Und Ralfs Herz ist so riesengroß, dass er alle mit zu sich einladen würde. Und ich sage, ich komme raus und gehe zu euch allen, aber lasst mich zu Hause bitte in Ruhe und mir mein Reich für mich. Ja, so schaut's aus. Ja, so ist die Baba, und so, schon in der Hochzeitspredigt hat der Pfarrer so gesagt. Sie geht raus, ich empfange, zu mir kommen sehen. Sie ist aber mir auch so ein, ja, schüchtern kann ich auch nicht sagen, aber so ein Mensch, der in seinem Häuschen da bleibt und möchte da auch nicht jetzt ständig Besuch haben. Genau, muss man doch mal so sagen. Ne? Ja, also wir hatten zwar unseren jüngsten Enkel mit. Ja, der war eine Proppe. Der durfte dann auch diesen Jojo streicheln, der da so phlegmatisch in seinem Körbchen vor sich hin, ja, schlummerte, kann man nicht sagen, schaute und alles mit sich machen ließ. Aber die hatte auch noch Schnupfen, das haben wir noch gar nicht gesagt. Doch, das habe ich gesagt, chronische Schnupfen. Richtig aufgepasst, genau. Ja. Ja, das ist ja dann auch noch so eine Geschichte. Ne? Also der ist zwar nicht ansteckend, der Schnupfen, aber die Barbara hat ja mal nachgeschaut, nicht, dass dann nachher noch schlimmere Sachen kommen, wir dann ständig zum Tierarzt dann auch noch, und nachdem wir mit dem Kätzchen da müssen, ne? Ja, ja, also das ist wohl eine Sache, gegen die man frühzeitig impfen kann. Aber wenn das so ein Streuner war, der nie geimpft worden ist, dann ist es jetzt schon perdu und sein Immunsystem ist damit auch schon schwer zugange. Vielleicht ist er auch einfach verschnupft. Und wenn er dann zu uns kommt, dann löst sich das Ganze. Könnte doch auch sein. Ach, ich würde ja dann dazu als Kompromiss tendieren, diesen Schnupfkater zum Streicheln für Ralf und Co. Und ich krieg dann die Zubringerkatze gegen die Mäuse. Naja, nee, das Thema ist noch nicht entschieden. Wir haben uns noch vorgenommen, also für mich ist klar, dass Ralf das entscheidet.
weil wir auch gegebenenfalls die Möglichkeit haben, nicht gegebenenfalls, es besteht immer die Möglichkeit, wenn wir diese Katze aus dem Tierheim probeweise zu uns nehmen, diese Probezeit. Genau, wie das dann eigentlich zu verlängern. Vor sich geht, das ist dann schon eine spannende Geschichte, vielleicht das Spannendste überhaupt. Ja, also mein Herz hat da kein freudiges Empfinden. Ich gehe dann eher in das Organisatorische, werde dann für das Futter und für die Versorgung und Entsorgung von diversen Sachen dann zuständig ist. Da habe ich kein Verlangen danach. Nein, das würde ich ja schon machen. Katzenklo und so. Obwohl, ich hatte als Kind ja auch Katzen, aber wir hatten nie ein Katzenklo. Die sind einfach immer draußen gewesen. Also ich kann mich jedenfalls nicht daran entsinnen, dass ich da irgendwelche Katzenklos entleert habe als Kind. Na, ihr hattet ja Personal. Das hat vielleicht das Personal gemacht. Man weiß es nicht. Und wenn das so ein Streuner ist, der muss doch eigentlich wissen, wie es geht. Wie man draußen sein Geschäft da sein Löchelchen macht, wie die Katzen das so machen. Und dann ist gut, ne? Ja, aber zum Mäusefängen schien er mir zu phlegmatisch zu sein. Also weißt du, bis der sich mal erhebt, wenn er so eine Maus. Ja, da tanzen ihm die Mäuse auf der Nase herum. Ja, der macht ja so einen gemütlichen Eindruck, aber also so ein in sich ruhender Buddha, der von den heiligen Mäusen verehrt wird, weil er denen nichts mehr tut, so könnte man ihn beschreiben. Ja. Naja, was haben wir sonst noch zu bieten? Die Großen sind heute nach Traunsee in die Singakademie Freizeit gefahren und werden sich dort einstimmen im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, und mich hat dann gewundert, hier die Barbara hatte ihm noch hier 5 Euro hingelegt, ein bisschen Schokolädchen, dann sagte sie nein. Der Große sagte das. Der Große hat das gesagt, aber er sprach in der Wir-Form. Dankend in der Wir-Form für den Kleineren wurde das zurückgewiesen. Das haben wir eigentlich auch noch nicht gekannt. Noch nicht erlebt. Wenn es jetzt wirklich so aus freiem Herzen war oder sie jetzt nicht irgendwie die Empfehlung von der Mama gekriegt haben, nee, jetzt nicht schon wieder Oma und Opa belasten, dann finde ich das schon, bin ich schon beachtlich. Ja, naja, das wird sich im Nachhinein vielleicht noch kommunizieren lassen. Ja, ansonsten hat bei uns die Eiszeit wieder Einzug gehalten. Wir waren mit dem kleinen Eis essen und war schon, also er kannte sich schon gut aus mit Eis und so. Was anderes, was wir erlebt hatten, ist, dass er auf ein Mädchen mit langen Haaren zugerannt ist und es umarmt hat, wahrscheinlich in der Annahme, es sei seine größere Schwester. Und das war auch witzig. Bis auf die langen Haare war jetzt, und die Größe auch. Die Statur, ja, das hätte schon gepasst. Aber hat, haben sie locker hingenommen, so als Kontaktaufnahme. Wahrscheinlich hat sie doch etwas anders gerochen als ich habe das gar nicht Schwester. So beobachtet. Hat er sich dann gleich hat das dann gemerkt? Oder wie? Nee, das als er auf sie zugerannt hat, begrüßt, umarmt und dann hat er einen Schritt zurückgemacht und gestutzt. Das ist schon witzig. Ansonsten es ist ein ganz, ganz, ganz schöne Zeit so mit ihm, auch wenn es mir heute nicht so sonderlich gut ging. Haben wieder einen extremen Wetterumschwung, so wie Aprilwetter heute hier. Es hat geregnet, es hat die Sonne geschienen. Ja. Ein bisschen Wind ging auch. Jetzt ist es sich gerade so ein bisschen am Abkühlen, ist eigentlich. So wäre es angenehm, wenn es so bleiben könnte. Ja. Ja, dann steht uns hoffentlich eine ruhige Nacht bevor. Die Maus scheint sich jetzt hier schon auszukennen und die Schokolade anzuknabbern, ohne dass die Mausefalle zuschnappt. Da werden wir uns eine andere Strategie überlegen. Vielleicht was Festeres rein, dass auch die Mechanik der Mausefalle zum Tragen kommt, dass das ist so ein kleiner Hebel. Aber wir müssen Schluss machen, wollen jetzt nicht weiter von die Details uns verlieren. Von Mäusen Katze reden. Und Maus. Katze und Maus wird das Ganze jetzt heißen, glaube ich.
Und die Geschichte ist erstmal vertagt, also die Entscheidung ist vertagt auf den Entscheidungstag, wo Ralf dann alles bestimmen wird. Bam, bam, bam. Tschüss, Baba.